Beethoven ist natürlich für zahlreiche Musikarten berühmt, für Opern, Symphonien, Sonaten und so weiter. Aber britische Volkslieder-Arrangements? Eigentlich nicht so. Im Jahre 1806 hat Beethoven einen Auftrag bekommen, und zwar von einem gewissen George Thompson aus Edinburgh. Thompson war Sammler und Verleger, der am Anfang des 19. Jahrhunderts versucht hat, den Ruf schottischer Musik aufzubauen. Er wollte die größte und beste Sammlung Volkslieder-Arrangements veröffentlichen. Und obwohl Beethoven kein einziges Mal nach Großbritannien gereist ist, hat er schließlich fast 180 Volkslieder vertont, die meisten davon auf Englisch. She is the darling of my heart, and she lives in our alley. Beethoven hatte keine einfache Arbeitsbeziehung zu Thompson, und zwei Dinge haben ihn besonders gereizt. Erstens, dass ihm der Verleger oft Melodien ohne Texte geschickt hat, um dann für die fertigen Arrangements Texte von berühmten schottischen Dichtern im Auftrag zu geben, wie zum Beispiel Walter Scott und Robert Burns. Zweitens hat sich Beethoven außerordentlich geärgert, als ihn Thompson wiederholt gebeten hat, die Instrumentenpartien zu vereinfachen, weil sie für die bürgerlichen Amateurspiele in Schottland zu schwierig waren. In einem genervten Brief schrieb Beethoven, und ich übersetze auf Deutsch: Ich bin nicht daran gewöhnt, meine Kompositionen zu retuschieren. Ich habe das noch nie getan, überzeugt der Tatsache, dass jegliche Änderung den Charakter der Komposition verändert. Es tut mir leid, dass Sie der Verlierer sind, aber Sie können mich deswegen nicht beschuldigen, weil es an Ihnen lag, mich mit dem Geschmack Ihres Landes bekannt zu machen und mit der wenigen Fertigkeit Ihrer Musiker. Huch! Naja, als die Arrangements sich nicht so gut verkauft haben, hat Thompson geklagt: Er schreibt für die Nachwelt. Tja, ja, und Gott sei Dank, nicht wahr? Oh, lovely Polly Stewart, oh, charming Polly Stewart. Auf unserer Aufnahme spielen Geigerin Cynthia Roberts und Cellist Alan Ware auf historischen Instrumenten mit Darmsaiten. Und Christoph Hammer spielt eine Kopie eines Walter-Fortepianos von ca. 1800. Diese Kombination macht es möglich, ganz besondere Farben und Atmosphären zu kreieren, die Beethoven absichtlich eingesetzt hat. Zum Beispiel bei der Einleitung des Liedes Sunset, Sonnenuntergang, betätigt Christoph den Moderator, ein Pedal, das eine Filzschicht zwischen Hammer und Saiten legt, was eine unheimliche Farbe erzeugt, so etwa wie eine Harfe. Als Kontrast im letzten Lied dieser Einspielung, Bonnie Laddie, Highland Laddie, klingen die Instrumente wie eine Bande Trommler und Pfeifer, die gerade von der Schlacht zurückkommen. Seine Vertonungen schottischer Volkslieder sind wahrhaftig genial und richtig abwechslungsreich. Diese Arrangements sind einfach Beethovens Genie klein gesetzt, so wie kleine Juwelen. Wine, 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 come bring your wine to cheer me, friend of my heart, come pledge me the high. Wine till the dreams of youth again are near me, why must he lead me to